Jetzt kommt meiner Meinung nach der schönste Part beim Sounddesign. Und zwar, wenn wir uns zum Schluss mit den Makro-Controllern hier ein bisschen beschäftigen und den Reglern irgendwelche Parameter zuweisen. Das macht meiner Meinung nach immer am meisten Spaß, denn die Idee, die ganzen Soundideen, die haben wir ja jetzt alle festgehalten und die, jetzt kümmern wir uns um die Spielbarkeit und so wird das Ganze ein bisschen dynamischer und ein bisschen cooler. Okay, also ich werde diese ganzen Spuren jetzt erstmal muten, denn ich möchte mich hier nur um die Bassline kümmern und einmal alle 8 Makroregler belegen. Das werde ich dann aber auch nur für die Bassline machen, denn für alle anderen, das wäre dann halt einfach zu zeitaufwendig. Okay, das erste, was ich mache, ist erstmal diesen scheiß Vibrator hier, ach, Vibrato löschen. Das geht hier hinter Oszillator, da ist der mal vorkonfiguriert. Dumpti-dump, den brauche ich nicht. Und ich werde mich bei den Makroreglern auch mal an Massive ein bisschen halten, denn die Massive Sounds, die sind so konfiguriert, dass die ersten beiden Makroregler sich immer um die Oszillatoren hier kümmern. Dann die Makroregler 3 und 4 sind für irgendwelche Filterfrequenzen, für solche Geschichten sind die zuständig. 5 und 6 sind für die Effekte zuständig. 7 und 8 dann für so Verlaufssachen, also Hüllkurven und so ein Kram. Okay, also fangen wir mal an. Der erste könnte jetzt meiner Meinung nach hier mal die Wavetable Position verändern. Das geht schon mal ganz gut ab. Nennen wir das mal gleich WT Position. Okay, dann den zweiten. Der könnte diese Wellenform hier verändern. Sehr gut. Das nennen wir dann von Square zu Sägezahn. Okay, dann der dritte kann hier die Cut-Off steuern. Und da die reine Filterung jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu langweilig klingt, kann er gleichzeitig die Resonanz aufdrehen. Sehr gut. Jetzt kümmern wir uns um den fünften und sechsten. Da brauchen wir jetzt erstmal einen Effekt und ich würde jetzt einfach mal den Frequenzshifter vorschlagen. Der hat immer ziemlich drastische Klangverfremdung. Und jetzt liegt es auch nahe, dass wir dem einen Parameter das Mischverhältnis zuweisen und dem anderen Parameter dann halt die Effektintensität. Das klingt jetzt aber auch noch nicht so spektakulär, deswegen könnt ihr ja gleichzeitig noch den Pitch-Bereich von dem Oszillator verändern. Okay, dann nennen wir das hier einfach mal Pitch und das hier Dry Wet. So, jetzt kommt noch der siebte und der achte. Da fällt mir spontan gerade gar nichts. Ah, doch, genau. Wir können ihm hier mal einen anderen LFO zuweisen. Ne, beziehungsweise, dass er hier mal von der Sinuskurve in die Dreieck, ach, in die fallende Kurve hier mal switchen soll. Das passt doch eigentlich ganz gut. Das nennen wir jetzt mal von Sinus zu Square.
Okay, jetzt könnten wir noch was mit dem Achten machen. Okay, wir könnten ihm sagen, dass der Achte ein LFO anschalten soll, der wiederum bei dieser Hüllkurve hier die Lautstärke regelt. Ja, wie ihr gesehen habt, kann man mit den Makroreglern das Ganze doch deutlich interessanter gestalten, denn die vorher noch recht statische Baseline, die bekommt jetzt auf einmal richtig so Lebendigkeit.